Morgen, meine Herren. 99% Herren, 1% Damen, weil YouTube zeigt ja an, dass es nur 1% Damen sind, die das anschauen. Aber das steigt langsam, habe ich gesehen. Früher war es 0,8. Wir sind unterwegs und holen den Supra heute wieder ab von Aulitzki. Dann haben wir gedacht, dann nehmen wir den S63 mit, weil da hat er letztens den Akkustand als niedrig angezeigt. Dann haben wir gesagt, dass wir mit dem mal fahren, um einmal 100-200 Messungen zu machen und auch gleich über die Box zu reden, was hier gerade verbaut ist. Dieser AMG, der S63 Coupe, ist noch vor Facelift, das heißt, der hat die 5,5 Liter Biturbo-Maschine drin. Der Facelift hat ja 4,0 Biturbo und dieser Motor ist ja eigentlich in der Tuning-Szene zum Aufblasen, zum Umbauen beliebter, obwohl der mittlerweile der Nachfolgemotor mit dem Schmiedekolben auch nicht schlecht ist. Ne? Aber du hast halt einen 1,5 Liter mehr Hubraum. Haben oder nicht haben. Ne? Auf jeden Fall haben wir da die Box verbaut. Wir haben vorher gemessen, die Box, also unsere Box sollte bringen 60 PS, 150 Newtonmeter Drehmoment mehr. Also die 60 PS heißt ja praktisch 585 plus 60 ergibt 645. Ja, Multitasking ist nicht hier Autofahren oder rechnen. 645 sollte er bringen und wir haben den vorher original einmal gemessen und da kamen 613 PS raus, also fast 27 PS, fast 30 PS mehr als Originalangabe von AMG. Daraufhin haben wir die Box reingebaut und haben gemessen 640 ein paar zerquetschte. Mhm. Natürlich ist da jetzt der Sprung nicht so groß. Das heißt, von 612 auf 640 ist nicht viel, weil er aber original schon nach oben gestreut hat. Also haben wir den Vorteil, wenn die Box natürlich bei uns eingebaut wird, dass wir die ganze Werte praktisch nicht vom Soll Leistung hoch gedrückt wird, sondern von der Ist-Leistung, also sprich in dem Fall von 612. Dann haben wir da zwei neue Softwares draufgespielt, glaube ich. Zweimal haben wir es, genau, zweimal einen neuen Stand geschrieben. Ja, auf die Box und dann hatten wir 670 irgendwas, paar zerquetschte, also 30 PS mehr. Drehmoment, weißt du das noch, wie viel? Drehmoment weiß ich nicht. Wir können mal schauen, die Protokolle liegen auf dem Rechner. Das können wir die mal einblenden. Können wir einblenden dann, ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt ich bin sehr gespannt, was der auf 100, 200 jetzt bringt mit der Box. Das Coole ist, du kannst die Box jederzeit rausnehmen. Wenn es ein Leasingfahrzeug ist oder wenn du das Auto verkaufst, dann kannst du mit der Box hergehen und einmal einschicken. Kriegst einmal, haben wir gesagt gehabt, gell? Einmal gratis Software umsonst. Für ein neues Fahrzeug. Für ein neues Fahrzeug, ja. Also sprich, du hast jetzt ein S63 gehabt mit der Box, hast ein ganzes Update kriegt und fährst in deinem S63 Coupé oder C63 Coupé oder was auch immer, spielt ja keine Rolle, kann ja auch BMW Dieselmodelle sein. Und du kommst dann hinterher, wenn du ein neues Auto hast und schickst uns die Box ein. Wir machen für dein neues Auto einmal gratis Software. Außer er braucht einen anderen Kabelbaum. Kabelsatz muss man dann schauen. Aber kostet das ist ja 30 Euro, 40 Euro, so rum, gell? Ja. Also, wenn es ein anderes Fahrzeug ist, jetzt zum Beispiel von Mercedes auf Audi oder Mercedes auf BMW, kann es sein, dass da einen anderen Kabelsatz, andere Stecker sind, dann kostet der Stecker nur 40 Euro mehr, aber sonst kannst du die Box wieder verwenden. Und das ist nicht irgendeine Multibox, die wir einfach nur rausschicken, sondern wirklich auf dieses Fahrzeug abgestimmt. Und wenn wir dann sehen, dass dein Fahrzeug im Prinzip, wenn du es bei uns jetzt machst, hast du so einen Vorteil, dass wir das auch vorher messen können. Und dementsprechend, wenn er nach oben streut, dass man dann einfach nochmal so einen Schub nach oben geben kann. Ist also nicht gleich Box, ist gleich Box. Das halt, viele beschweren sich halt immer drüber. Wir haben ja auch zum Anfang gesagt, Box, was willst du mit einer Box? Aber mittlerweile, wenn man die Box halt wirklich so individuell programmieren kann, dann ist halt schon geil. Das ist geil, ja. Und ohne an ein Steuergerät zu gehen, weil ihr wisst ja selber, Garantie hin, Garantie her. Klar könnte man aus diesem Auto auch viel mehr rausholen.
Aber scheiß drauf, haben wir gesagt, Garantie und hin und her, den behalten wir so. Und bei dem geht es mir wirklich nicht so dermaßen um Leistung. Etwas mehr haben wir gesagt, und das war auch so ein Probefahrzeug gleichzeitig. Und seitdem hängt die Box drin. Wir haben auch den RS4 schon mal gemacht gehabt für einen Kunden. Mhm. Den B9 aktuell mit 450 PS. Da haben wir am Schluss 500 PS gehabt glatt, in der Box. Glatt 500, ja. Glatt 500. Können wir auch mal einblenden vielleicht mit 120 Newtonmeter Drehmoment mehr, gell? Mhm. Also, das ist halt cool. Also gerade wenn man cool. Preis, Leistung, Sicherheit da berücksichtigt, ja. Ist das schon ein cooles Produkt. Ja. Und du gehst ja wirklich nicht an diese ganzen Daten ran, wo jetzt im Steuergerät hinterlegt sind, die sicherheitsrelevante Daten, sondern du gehst weg, du bist in diesen Toleranzen überall mit drin. Ja. Und deswegen ist es eine coole Sache. Und dann haben wir gesagt, komm, wir messen denn heute mal. Und dann, also original 9,0, 8,9. 8,99 steht im Netz. 100 auf 200. Genau. Gut, wir haben jetzt leider nicht original, wir haben den leider nicht original gemessen. Müsste ich jetzt schon zweimal kurzen trinken. Ne? Also der S63 ist im Prinzip, der Coupé ist echt ein cooles Auto. Was mir aber nicht gefällt an diesem Fahrzeug ist, das Tacho-Bereich. Ist dir so gar nicht aufgefallen, dass du hier einfach so zwei iPads drin hast? Weißt du, einfach nur... So, ja, ist halt wirklich gerade. Ja, nichts so klotzmäßig, ja. Da ist eine Abdeckung drüber und fertig. Ich finde, noch schlimmer finde ich es bei der A-Klasse. Weil da ist ja das obere Ding, die Abdeckung ja gar nicht mehr da, sondern nur noch so zwei so Bildschirme. Ideale Lösung, wenn du natürlich als Hersteller aus diesem Auto schwinden Rechtslenker machen kannst, indem du Lenkrad darüber schiebst und Displays darüber schiebst. Ne? Weil du merkst ja wirklich am Cockpit nicht großartig, dass es jetzt ist ja bei jedem Display nicht wert. Bei jedem Fahrzeug in der Palette gleich. A-Klasse, G-Klasse, E-Klasse. Ja, aber da haben die A-Klasse hat die Abdeckung nicht. Da sind wirklich nur zwei so Bildschirme drin und fertig. Du könntest gerade so rüberschieben und so auf die Art, mach du mal jetzt da, was? Okay. Ja, also gefällt mir nicht. Bei den anderen Herstellern wie Audi, BMW hast du wenigstens hier so ein Cockpit-Form noch, weißt du? Um den Display rum. Also sieht immer noch aus wie so ein richtiger Cockpit. Das sieht ja aus wie. Nicht böse gemeint, aber einfach eckig hier, Klötze hier. Ne? iPads so auf dem Mediamarkt bestellt. Noch reingehängt. Ja, und dieses Digitale, wenn du das oft siehst, in vielen Autos jetzt mittlerweile drin hast, dann vermisse ich das Alte schon, dieses... Analog ist schon cool irgendwo, ja. Also mehr Sportlichkeit oder... Weil hier, guck mal, das sieht ja alles so... Ich weiß es nicht. Also am Anfang cool, wenn man es hat, ist cool, aber hinterher finde ich das nicht wirklich so berauschend. Sound ist halt schon geil von den Dingern, ne? So, gucken wir mal, wo wir jetzt schöne Gerade kriegen. Bin ja heute nicht, oder der hängt ja noch im Supra. Deswegen machen wir es mit dem Draggy. Das Ding vibriert ein bisschen, aber man sieht es trotzdem. 100, 200 Messungen. Also was schätzt du? Kann ich nicht einschätzen. Gar nicht. Ist in der Box drin. Es wird jetzt nicht hier einen riesen Sprung auf 3 Sekunden machen. Es ist halt immer die Frage, was die 9 als Referenz ist. 9 wird wahrscheinlich eine Person sein, wenig Sprit drin. Okay, wir haben jetzt 35%, geht auch. Stimmt, wir sind zu zweit. Ja. Eigentlich sollte sich das... Ja, ich sag 8,3, 8,4. Ich hätte mit Box so eine Sekunde geschätzt. Ist halt schwierig mit 2 Personen. Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Also ich lasse jetzt auch automatisch schalten. Ich schalte nicht selber. Ich probiere das jetzt mal, glaube ich, jetzt. So. Jetzt. 8,05. Mhm. Und es ging jetzt gerade ein bisschen bergauf. Aber das Gute daran ist ja, dass man sieht, ob das jetzt wirklich gültig war oder nicht gültig. Der zeigt mir ja so Prozent immer an. Das ist auf jeden Fall mal gespeichert jetzt. Ist gut. Ist gut. Kann nicht meckern. Jetzt probieren wir es, wenn es nur mal gerade geht. Dann haben wir da 2-3 Zeiten. Weil es kann sein, wenn du hinterher reinguckst, da ist ein Häkchen drin, ist gültig. Der
kennen ja viele Tracky, ne? Also es ist eine mega Geschichte. Du kannst ja da auch alles per Video speichern und du kannst es auch auf diese Tracky App hochladen, wo und du sagst dann dazu, das ist dieses Auto S63 und da ist weltweit alle Daten hier drauf, ne? Sollen wir vielleicht nochmal dazu sagen, wie es generell funktioniert? Also dass du hier so ein Ding, so ein Modul hast, mit Bluetooth und Handy verbinden und dann läuft alles über die App. Genau. Brauchst nur GPS und dann läuft das über GPS. Das ist halt weltweit, jeder ladet da was hoch, dann siehst du auf einmal so RS3, Beispiel, aus USA, 100 auf 200, 3,7 Sekunden. Und dann steht da, und wenn du da drauf drückst, steht da ein Text dran, was alles dran gemacht worden ist. Also welche Räder fährt der, was für ein Lader, wie viel Leistung der eigentlich haben soll. Ja, das ist ein komplettes Profil. Viel aus Las Vegas, glaube ich. Las Vegas, Los Angeles ist sehr, sehr viel drin. Von mir sind auch ein, zwei Sachen. In unseren Beschleunigungen vom Lambo und Porsche. Und da gibt es dann auch der Beste in dem Monat, die beste Zeit von einem Jahr. Aber ich glaube, jetzt können wir es eigentlich nur mal probieren. Halt schon cooler, weil die immer gleich. Ja, die nimmt halt alles auf. Ja. Ja. Oh, gut, da kommt jetzt Berg sein Vater. Also bis gleich. Einmal reingetreten, jetzt sind wir mit 40% sind wir Sprit losgefahren, jetzt hat er 25%. Also das Ding kann schlucken. Kennst du einen Unterschied, wenn jemand zum Beispiel so ein Maß trinkt und einfach so schluckweise runterschluckt und manche Leute den Rachen einfach nur so offen halten können, wie so ein Abfluss? Und einfach nur reinlernen. Ja, ja. Also da könntest du tanken, was du willst, der juckt es nicht, weil ich glaube, der realisiert das gar nicht, was da an Sprit drin ist, so schnell wie er das Ding wegsauft. Ne? Ja, gerade mal leer geschnitten auf den Tank. Und der RS6, also den kann man ja mit dem RS6 vergleichen. Ja, gut. Der wiegt, glaube ich, ein bisschen mehr wie der RS6. Und der RS6 hatte 7,05, auch zu zweit. Mhm. Was lag noch bei den 700er Zeit? 7,1 lag der GT3. Der auch zu zweit. Huracan war Ende 6. Nee, Anfang 6. Anfang 6? Anfang 6, Mitte 6, so irgendwas. Wir haben ja, wir schreiben ja unsere Zeiten bei uns auf der Seite auf. Einfach unter levella.de und dann steht oben rechts Zeitenliste. Zeitenliste. Da stehen die Fahrzeuge, was wir bis jetzt so gemessen haben. Dazu gibt es auch immer so ein YouTube-Video. Ich glaube, wir können jetzt nochmal probieren. Yes. Ideal, ne? Ja. 7,95. Also fast eine Sekunde weg, ne? Eigentlich hat er 670 zu RS6 700. Mhm. Gut, der wiegt jetzt auch ein bisschen mehr und der RS6 ist, ja, keine Ahnung. Der rennt halt brutal. Der rennt echt gut. Na, ist doch cool. Ich find's auch gut, ja. Das ist eine Sekunde schneller mit der Box. Und zu zweit. Zu zweit. Und zu zweit. Oder ob das bei 2,3 Tonnen oder keine Ahnung, was das Ding wiegt. Ob die eine Person noch mehr ausmacht oder nicht. Wie beim LKW, beim 40 Tonner. Ob du da hinten noch drin sitzt oder nicht. Oh. 2,07. Also 2 Tonnen und 70 Kilo. Mit was gehen die dann aus? Fahrer und halber Tank, oder? Müssen wir mal schauen, was die Norm da ist. Ich glaube immer, also wir haben ja schon mehrere Autos verglichen. Im Kilo, also mit dem Gewicht auf der Waage. Wir haben hier so eine Waage da. Und mit dem halben Tank kam fast immer alles hin. Also ganz normal, da Öl, Wasser, alles drin, aber ohne Fahrer. Ohne Fahrer? Ohne Fahrer war okay. Das. Ohne Fahrer 2,07. Ja, dann kannst du ja die 2 Tonnen, 70 Kilo. Kannst du ja die 70 Kilo von dir hinzufügen, meine 80? Meine 70 wäre gut, wenn ich 70 hätte. Ja. Oh, da habe ich auch zu kämpfen jeden Tag. Ja. Also Tuningbox ist nicht immer scheiße. Bei uns nicht. Bei uns nicht. Gleich. Das ist ja eine Werbesendung, ne? Gut, in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder beim
Klausi. Ja, das ist aber nicht in dem Video drin. Sondern im Video davor. Davor. Stimmt. Oh, da muss auch mal klarkommen, ne? Sonst brauchen wir uns im Auto nichts mehr erklären. Dann machen wir noch ein bisschen Schnitt. Schnitt. Gucken, wie es aussieht. Schauen, wie der ausschaut von hinten, von außen, von vorne. Und dann war es das schon. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Winter. Ciao.